Grundig macht jetzt auch E-Bikes. Oder genauer gesagt eine Firma, die die Namensrechte für Grundig im Bereich E-Bikes hat. Das erste davon ist das Grundig GCB1, also Grundig City Bike 1. Man verspricht gute Qualität zu einem attraktiven Preis sowie einen guten Service. Und das prüfen wir in diesem Video. Die Servicequalität konnte ich bereits austesten. Nicht, weil mich das GCB1 technisch im Stich gelassen hatte, sondern weil dieses hier schon bei einem Tester in Frankreich war und dieser das Fahrrad leider unsachgemäß verpackt hatte. Die Folge waren unschöne Kratzer. Ich habe mich also an die deutsche Service-Hotline gewendet und nach 3 Tagen bekam ich einen passenden Reparaturlack zugeschickt und konnte die Kratzer ausbessern. Lackierer sollte ich zwar lieber nicht werden, aber zumindest sieht's besser aus als vorher. Mein Bike ist in einem matten Grau gehalten. Und alternativ stehen noch die Farben Blau und Schwarz zur Auswahl. Das GCB1 gibt es aktuell nur als Tiefeneinsteigerversion und es hat sowohl eine Federgabel als auch eine gefederte Sattelstütze. Also sollte man damit sehr komfortabel fahren können. Preislich liegt das GCB1 dank verschiedener Rabattaktionen meist um die 2000 Euro. In Deutschland gilt eine 3-jährige Garantie bzw. eine Garantie bis 30.000 Kilometern, je nachdem, was zuerst eintrifft. Von den Bikes, die ich bislang getestet habe, setzt das GCB1, also in den Punkten Service und Garantie, die Messlatte hoch. Was ich auch gut finde, ist, dass egal wo man hinschaut, Standardkomponenten verbaut wurden. Und diese schauen wir uns nun im Detail an. Das Herz vom Bike ist hier der Barfang M410 Mittelmotor. Er hat ein Drehmoment von 80 Newtonmetern. Ja, und ich kenne ihn bereits von anderen Rädern und würde ihn als kraftvoll, laufruhig und auch recht leise bezeichnen. Der Akku hier ist ein Standardakku von Barfang mit 540 Wattstunden Kapazität. Da es ein Standardakku ist, wird man ihn auch sicherlich noch viele Jahre lang nachkaufen können. Grundig selbst gibt eine Reichweite von bis zu 120 Kilometern an. Mit dem 2 Ampere Ladegerät ist er in 7 bis 8 Stunden von 0 auf 100 wieder komplett aufgeladen. Laden kann man ihn am Fahrrad selbst. Da ist hier der Anschluss dafür. Und natürlich kann man den Akku auch entnehmen. Dafür ist ein Schloss da und man kann den Akku dann zu Hause nachladen. Geschaltet wird mit einer 9-Gang Shimano Altus Schaltung, also eine Schaltung aus der unteren Mittelklasse. Und was ich hier gut finde, das ist, dass hier ein Kettenschutzkasten verbaut ist. So bleibt dann die Wade und auch das Hosenbein sauber. Die Pedale sind von Velgo und haben hier oben so eine geriffelte, gummierte Oberfläche, versprechen also auch im Regen guten Halt. Gebremst wird mit hydraulischen Scheibenbremsen vom Typ Tektro T275. Die Bremsscheibe hat vorne einen Durchmesser von 180 mm und hinten von 160 mm. Vorne ist eine Federgabel von Santo verbaut, 63 mm Federweg hat sie und wer möchte, kann die Federgabel auch sperren. Mit dem GCB1 sollte man nicht nur komfortabel fahren, sondern auch komfortabel sitzen. Man hat nämlich eine Sattelstützenfederung. Als Sattel hat Grundig einen Cell Royal ausgewählt, und zwar das Modell Essenza. Die Lenkergriffe sind sehr ergonomisch, sie fassen sich gut an, sie haben auch eine breite Handballenauflage, das finde ich gut, und durch die beiden Verschraubpunkte hier sitzen sie auch bombenfest. Das Display hier ist eine Einheit mit den Bedienknöpfen, sagen wir es mal so, funktional und auf das Wesentliche reduziert. Eingeschaltet wird das E-Bike hinten mit dem Knopf, mit dem An-Ausschalter. Jetzt seht ihr das Display. Ja, wirklich auf das Wesentliche reduziert, so sage ich es jetzt einfach mal. Man hat in Summe 5 Unterstützungsstufen. Die kann man hier mit den Plus-Minus-Tasten rauf und runter schalten. Wenn man die Plus-Taste länger drückt, schaltet sich auch das Frontlicht ein. Ups, falsche Richtung. Da oben seht ihr es, die Lampe muss ich noch einstellen, die leuchtet gerade noch ein bisschen zu hoch. Das muss ich dann noch korrigieren. So, jetzt gucken wir wieder runter. Wenn man hier länger die Minus-Taste drückt, dann würde hier die Schiebehilfe starten. Und wenn man den einen Ausschalter kurz drückt, dann kann man hier durch das Menü durchschalten. Da sieht man hier die verschiedenen Unterpunkte. Maximalgeschwindigkeit, also der vorherige Tester ist mal 42 km/h gefahren. Durchschnittsgeschwindigkeit bei ihm waren 32 km/h, Respekt. Und ja, bei seiner Fahrleistung hätte er jetzt hier noch mit den 4 Akkubalken eine Reichweite von 47 Kilometern gehabt. Ja, Kalorienverbrauch, weiß nicht, wozu man das hier braucht. Und ja, der Stromverbrauch, der ist jetzt hier auch sichtbar. 5 Watt zieht die Lampe vor, aus dem Akku raus. Wem das Display nicht reichen sollte, dadurch, dass es ein Standard-Barfang-Display ist, kann man das sicherlich gegen ein höherwertigeres austauschen. Aber ich sag mal so, reicht aus. Mehr braucht man eigentlich nicht.
Auf der rechten Seite am Lenker befindet sich die Schalteinheit. Und ja, ich finde diese Art von Schaltung sehr angenehm. Man kann die Knöpfe ganz leicht bedienen und bequem rauf und runter schalten. 9 Gänge hat man ja an der Zahl. Was ich gut finde, ist, dass ein verstellbarer Vorbau vorhanden ist. Ich bin 1,95 Meter groß und konnte das GCB1 gut an meine Körpergröße einstellen. Grundig selbst sagt, dass das Fahrrad hier für eine Körpergröße von 1,60 Meter bis 1,98 Meter geeignet ist. Das Bike selbst wiegt 28 Kilogramm und hat ein zulässiges Systemgewicht von 150 Kilogramm. Das bedeutet, dass ihr 122 Kilogramm zuladen könnt, wovon 25 Kilogramm hier auf dem Gepäckträger landen können. Der Gepäckträger hat 2 Einhängeebenen, das finde ich gut. Und was mittlerweile eine Rarität geworden ist, ist, dass hier sogar eine Federklappe vorhanden ist. Das habe ich in letzter Zeit bei gar keinem Fahrrad mehr gesehen. Das Rücklicht mit dem Reflektor ist hinten am Gepäckträger angebracht. Es ist auch STVO-konform, hat nämlich eine K-Nummer. Eine K-Nummer hat die vordere Lampe ebenfalls. Was ich allerdings nicht gefunden habe, ist eine Helligkeitsangabe. Die Verarbeitungsqualität sieht optisch sehr gut aus. Im Sichtbereich sind die Schweißnähte überall geschliffen. Das macht einen insgesamt wertigen Eindruck. Ja, für die kleinen Kratzer, dafür kann das Bike nichts. Da ist halt der vorherige Tester schuld, der hat das Fahrrad eben ja, nicht ordnungsgemäß verpackt. Die Laufräder sind 28 Zoll groß, die Reifen selbst 47 mm breit. Sie haben eine durchgehende Mittelbahn, versprechen also sehr gut zu rollen. Außerdem haben sie einen Pannenschutzstreifen sowie außen einen Reflektorstreifen. Das heißt, man benötigt keine weiteren Speichenreflektoren. Schutzbleche vorne wie hinten sind natürlich ebenfalls vorhanden. Ja, und die sind aus Metall und komplettiert wird die Ausstattung durch den Seitenständer. So, wir sind ja wieder an meiner geliebten Teststrecke angekommen. Ja, es hat heute den ganzen Tag gestürmt. Ja, hier ist der Weg immer schön gekehrt, deswegen fahre ich hier immer sehr gerne lang. Ja, die ersten Meter habe ich auch schon genossen hier mit dem Grundig GCB1. Hat wirklich Spaß gemacht. Aber wir wollen ja hier alles nach und nach machen. Deswegen setzen wir uns hier erstmal hin. Dann richte ich die Kamera erstmal wieder so ein, damit ihr auch den Lenker seht, wenn ich fahre. Ja, ich habe jetzt auch endlich mal einen guten Halter gefunden für meine 360-Grad-Kamera und hoffe, dass es hält. Und wir fahren jetzt einfach mal direkt los. Ja, wie immer, der Lenker habe ich ja schon gelobt, dass hier so eine breite Handballenauflage drauf ist. Finde ich einfach gut. Dann ja, greift es sich immer sehr bequem. An die Bremse kommt man auch gut ran. Verzögert auch gut. Machen wir jetzt hier nochmal einen Bremstest, einen kleinen. So, dann blockiert sogar das Hinterrad. Also die Bremse funktioniert, ja, und der Weg ist halt noch etwas rutschig. Ja, an die Fernbedienung hier kommt man auch super ran. Ich bin hier einfach mal in der Stufe 5 unterwegs. Fährt sich einfach so sehr angenehm. Vom Motor hört man gar nichts. Jetzt kommt gerade kein Auto. Jetzt bin ich mal kurz still. Nur ein ganz leichtes Säuseln, also den Motor hört man nur minimal. Ja, und rechts die Gangschaltung lässt sich hier auch super bedienen. Ganz einfach kann man hier die 9 Gänge rauf und runter schalten. Ja, meistens bin ich relativ schaltfaul hier im 6., 7. oder 8. Gang unterwegs, manchmal auch im 9. Ja, gefällt mir hier soweit. Ich habe hier sehr schnell eine sehr angenehme Sitzposition gefunden. Der Vorbau, der ist ja verstellbar. Ja, und ich sitze hier relativ aufrecht. Das ist für ein Citybike auch ganz gut. Dann hat man nämlich den Verkehr hier immer gut im Blick. Gefällt mir auch gut. Jetzt können wir hier mal so einen kleinen Beschleunigungstest machen. Ja, ich bin ja schaltvoll gewesen. Sollte man eigentlich nicht machen. Ist nicht gut für die Kette. Aber ja, zack, schon bin ich bei 25 km/h. Ja, funktioniert auch sehr gut. Also es macht hier wirklich Spaß, mit dem Fahrrad zu fahren, das muss ich sagen. Es fühlt sich hier alles, ja, sehr sinnvoll an, sage ich mal. Funktional und sinnvoll kann man es bezeichnen. Durch den Kettenschutz bleibt meine Hose auch sauber. Das finde ich auch gut. Sonst hat man ja gerne mal Kettenschmiere am Hosenbein. Deswegen favorisiere ich ja oft Single-Speed-Räder mit einem Carbonriemen. Aber mit einem Kettenschutzkasten funktioniert es ja auch ganz gut. Und hier hat man natürlich dann den Vorteil, dass man mehrere Gänge hat, wo man dann auch mal durchschalten kann. Auch mal irgendwo fahren kann, wo es etwas steiler ist. Da ist man hiermit flexibler unterwegs. Oh, Kamera sitzt wieder fest. Und jetzt fahren wir doch wieder ein Stückchen weiter. Ich habe ja hier so eine Lieblingsecke mit einer Sackgasse. Da ist es ein bisschen ruhiger.
Oh, der Stick hält. Wobei, jetzt neigt er sich so ein bisschen. Nicht, dass ich mir hier die Kamera ruiniere. Mal gucken, ob es hält. No risk, no fun, ne? Die Federgabel habe ich gerade jetzt freigeschaltet, also dass sie arbeitet. Hier ist nämlich so ein bisschen Kopfsteinpflaster. Ja, da merke ich schon die Sattelstützenfederung, die hilft. Und auch die Federgabel arbeitet vorne. Ja, das ist doch recht komfortabel. Erstmal die Kamera wieder ein bisschen weiter ausfahren. Jetzt bin ich ja nicht mehr auf dem Kopfsteinpflaster unterwegs. Jetzt kann ich es riskieren, die hier doch etwas weiter auszufahren. So. Ja, doch, der Halter hält. Wäre ja sonst teuer, wenn die Kamera kaputt geht. So, dann packe ich euch jetzt mal ein bisschen weiter nach oben. Dann seht ihr mehr. Ich bin ja am liebsten hier in der 5. Unterstützungsstufe unterwegs. Aber wenn man ehrlich ist, ja, selbst die 1. Unterstützungsstufe, die reicht schon aus. Also da merke ich wirklich, dass der Motor gut unterstützt. Und ja, die Abstufungen sind sehr fein. Wobei die 1. Stufe schon ziemlich stark unterstützt, muss ich sagen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass viele von euch dann einfach mit der 1. Unterstützungsstufe unterwegs sein werden. Weil ich bin jetzt hier ganz bequem mit 20 km/h unterwegs. Kann auch noch beschleunigen. Zack, schon sind es 23. Ja, mehr brauche ich eigentlich gar nicht. Die 1. Stufe reicht schon aus. Ja, dann kann man natürlich auch Akku sparen. Gucken wir uns mal die Reichweite an. Steht hier jetzt irgendwas? Range 91 Kilometer habe ich noch. Und ich hatte den Akku fast voll aufgeladen. Also ja, der Bordcomputer verspricht nicht die 120 Kilometer, die Grundig da verspricht, sondern nur 90, aber das ist halt auch noch okay. Ich wiege halt ein paar Kilo, bin halt ein großer Lulatsch, 1,95 Meter groß. Ja, und aktuell leider noch 96 Kilo schwer, aber das kann man ja noch ändern. Ich versuche es noch bis zum Sommer etwas zu reduzieren. So, vorne ist eine Straßensperrung, da dürfen wir nicht weiter. Ich halte mich ja hier an die Regeln, außerdem ist ganz hinten eine große Pfütze zu sehen. Deswegen fahren wir da lieber nicht lang, sondern wieder zurück. Ja, hier nach, ah, seht ihr gar nicht. So, da nach links würde es jetzt hier zu dem Feldweg gehen, wo ich auch schon mal gefahren bin. Aber dadurch, dass es jetzt hier so stark geregnet hat, lasse ich das lieber sein. Ja, das ist halt hier auch hauptsächlich für Asphalt gedacht, ne? Für die Stadt. Aber man kann damit auch ganz bequem Tagestouren unternehmen. Auch Hügelsteigungen kann man auch damit gut meistern. Ja, man hat ja viele Gänge zur Wahl. Ein Mittelmotor ist auch immer von Vorteil. Danke, ich hätte eigentlich Vorrang, aber ist egal. Naja, waren auch keine Lücken, wo sie sich verstecken konnte. Also fahren wir einfach weiter. Paragraph 1 Straßenverkehrsordnung, gegenseitige Rücksichtnahme. Wenn man das befolgt, dann braucht man die meisten anderen Regeln eigentlich gar nicht. Und jetzt schalte ich doch wieder eine Stufe höher, machen wir wieder die 5 rein. Ja, und da zeigt er mir jetzt hier nur noch eine Reichweite von 53 Kilometer an. Also wisst ihr, höchste Unterstützungsstufe ungefähr 50 Kilometer, 1. Unterstützungsstufe 95 Kilometer laut Bordcomputer. Also heute ist irgendwie nicht mein Tag. Heute sollte es eigentlich den ganzen Tag Sonnenschein geben. Jetzt hat es hier bis 13.30 Uhr heftig geregnet. Deswegen bin ich erst so spät losgefahren. In einer Stunde geht auch schon wieder die Sonne unter. Aber ich wollte hier einfach mit dem Bike hier fahren. Es macht wirklich Spaß. Hatte ich ja, glaube ich, schon gesagt. Das ist zwar alles auf das Wesentliche reduziert. Das Display relativ einfach gehalten. Man hat nur 9 Gänge. Ja, andere Bikes haben ja 10 Gänge als Standard meistens, also außer Fatbikes, also ich meine jetzt hier ganz normale Cityräder und Trekkingräder, da hat man ja meistens 10 Gänge, aber eigentlich reicht das auch schon aus. So kommt dann natürlich auch der Preis zustande. 2.900 Euro ist der reguläre Preis. Dafür, das, also der Preis wäre definitiv zu teuer. Meistens kriegt man das hier ja für 2.000, 2.100 oder 2.200 Euro. Das ist auch ein fairer Preis, muss ich sagen. Mehr würde ich dafür ehrlich gesagt nicht bezahlen. Ja, die Komponenten, das ist halt so, dass alles, ja, ich sag mal, untere Mittelklasse ist, aber ziemlich solide, ziemlich robust und vor allem halt alles Einheitsteile. Das bedeutet, wenn man halt irgendwann außerhalb der dreijährigen Garantie ist und irgendwas kaputt ist, dann kann man die Teile ganz einfach nachkaufen.
Auch den Akku wird man sicherlich noch viele Jahre lang nachkaufen können. Das ist ja ein Standard-Barfang-Akku, also nichts Individuelles, nichts Spezielles. Ja. Solide Technik. Also ich weiß nicht, wofür Grundig früher gestanden hat. Ja, so alt bin ich noch nicht. Klar kenne ich Grundig noch von alten, großen Röhrenfernsehern. Aber das war es dann auch schon. Aber das ist so, was ich bislang gehört habe. Das stand einfach für solide Technik zu einem adäquaten Preis. Ja, und das hat man hier. Ein schönes Cityrad, Trekkingrad, mit dem man Tagestouren unternehmen kann. Ich vermisse nichts, nur eines, und zwar einen Flaschenhalter. Den habe ich hier nicht gefunden. An der Sitzstrebe ist kein Flaschenhalter dran, also keine Ösen, Schraubpunkte dafür. Ja, da könnt ihr es so machen wie ich, kann ich euch gerne verlinken. Ich habe hier einfach immer, das ist eigentlich für meine Kamera gedacht, damit ich sie da reinpacken kann. Ja, so ein Flaschenhalter, den man hier an den Lenker ranmacht. Der kostet, keine Ahnung, ich weiß nicht, 15 Euro, 20 Euro oder sowas. Und hier vorne ist dann die Flasche auch immer griffbereit. Dann hat man sie immer zur Hand, wenn man sie braucht. Und ich rede schon wieder meinen Mund hier fusselig. Ich krieg schon wieder Durst. Aber erst die Arbeit, dann das Vergnügen, ne? Könnte man eigentlich jetzt noch einen Radler kaufen gehen, aber ich habe kein Schloss mit, Mann. Ach, was soll ich machen, was soll ich machen? Ist halt so. Aber was mir auch auffällt hier, der Lenker ist auch angenehm geformt. Also der hat diesen leichten Bogen nach hinten. Das gefällt mir auch gut. Das ist ähnlich wie bei meinen Lenkern von Ergotech, die ich sonst immer am liebsten an meinen Rädern verbaue. Ja, fühlt sich gut an, weil durch diese Neigung hier nach hinten wird die Schulter entspannt. Also dann hat man die Schultern so nach hinten und ja, dann kriegt man keine Rückenschmerzen. Also Ergonomie beim Fahrradfahren ist halt wirklich wichtig. Das ist für mich eines der wichtigsten Punkte überhaupt. Wenn man nicht bequem auf dem Fahrrad sitzt, dann hat man keinen Spaß, möchte damit nicht fahren. Ja, aber mit dem hier möchte ich fahren. Ich fahre einfach nochmal hier lang. Hier war ich auch noch nie. Gucken wir mal, was hier so zu finden ist oder zu entdecken ist. Oh, Spielstraße sehe ich gerade. Ja, da müssen wir langsamer fahren hier. Das ist ja hier zu schnell. Oh, es war gar nicht mal so einfach, hier so langsam zu fahren. So, erstmal runterschalten. Ja, den Motor machen wir jetzt mal ganz aus. Ja, also ich merke schon, ohne Motor, doch ist ein Unterschied da. So schieße ich gerade wieder über die Geschwindigkeit rüber. Also wieder abbremsen. Jetzt bin ich hier doch irgendwie in der Pampa gelandet. Ich fahre hier mal extra langsam. Ist noch ziemlich matschig der Boden. Dann werde ich gleich sehen, ob die Schutzbleche funktioniert haben, ob das Fahrrad sauber geblieben ist. Oh, hier ist doch ein nettes Plätzchen. Halten wir mal an. So, dann gucken wir mal, ob die Schutzbleche funktioniert haben. Ich drehe das Rad erstmal zur Seite. So, dann nehme ich hier die Fernbedienung mit, sonst. So, da bin ich aus Versehen hier an den Aufnahmeknopf von der Fernbedienung rangekommen. Ich will dann natürlich sehen, ob alles hier im Bild ist. Ja, und das Schutzblech hat ziemlich gut funktioniert. Meine Hose ist sauber geblieben. Ja, dass ein bisschen Schmutz an den Rahmen rankommt, das ist halt normal. Lässt sich nicht ganz vermeiden. Ja, und mit den Reifen hier hatte ich auch guten Grip, hat gut funktioniert. Also in Summe würde ich das Fahren mit dem Rad hier als ziemlich unauffällig, ziemlich positiv bezeichnen. Ich finde nicht groß was zu meckern. Und ich bin ja sonst so ein kleiner Meckerfritze. In den Punkten Service und Garantie konnte mich das Grundig GCB1 ja schon überzeugen. Und auch der Fahreindruck war sehr positiv. Lässt sich mit einem einzigen Wort sehr gut beschreiben. Unauffällig. Ja, es ist solide Technik verbaut. Vor allem Einheitsteile sind verbaut. Selbst wenn man dann irgendwann nach der Garantiezeit von 3 Jahren irgendein Problem haben sollte, sollte man sehr einfach noch an Ersatzteile rankommen. Selbst der Akku ist ein Standardteil. Und selbst da sollte man dann auch in 4, 5 Jahren sicherlich noch Ersatz bekommen. Der Barfang Mittelmotor mit seinen 80 Newtonmeter ist sehr kräftig und vor allem auch sehr leise. Das gefällt mir gut. Die Sitzposition ist sehr angenehm. Man kann das Fahrrad wirklich hier gut an die eigenen Bedürfnisse, an die eigene Körpergröße einstellen. Die Federgabel hier von Santur hat seine Dienste auch sehr gut gemacht. Also egal, wo man hinschaut, ja, derjenige, der das Fahrrad hier ja, entworfen hat, konstruiert hat, der hat sich was dabei gedacht. Selbst ja, 2 Einhängeebenen für Taschen hat man. Und wer mag, hat da sogar die Federklappe und kann dann zum Beispiel seine Jacke einklemmen.
Die Technik hat mich also auch überzeugt. Die unverbindliche Preisempfehlung von 2.900 Euro eher nicht. Der Preis ist für mich zu hoch, aber nach meiner Recherche nach liegt der reguläre Straßenpreis eh meistens um die 2.100 Euro, 2.200 Euro und dafür bekommt man wirklich solide Technik geboten, eine lange Garantiezeit und ja, selbst nach der Garantiezeit sollte man gut an Ersatzteile rankommen. Also sollte man lange Spaß hier mit dem Grundig GCB 1 haben. Den Link zum Fahrrad packe ich wie immer unten in die Videobeschreibung rein. Falls ich einen Rabattcode bekommen sollte, packe ich ihn dort ebenfalls dazu. Wahrscheinlich wird es ein Affiliate-Link sein. Das bedeutet für euch keinen Nachteil. Der Preis bleibt für euch der gleiche. Ihr unterstützt mich aber dabei mit einer kleinen Provision, sodass ich noch viele weitere Räder für euch neutral testen darf. Ich hoffe, das Video hat euch mal wieder Spaß gemacht und ja, freue mich dann, euch beim nächsten Mal wiederzusehen. Also, ciao, ciao und bis bald. Ich radel jetzt wieder mit einem breiten Grinsen im Gesicht nach Hause. Ciao, ciao.